wie ihr letzte Woche schon gesehen habt, bin ich ja gerade ein bisschen im Umzugschaos und fast alles, was ich habe, gehört in oder unter oder auf den Schreibtisch. Und deshalb muss er als erstes herkommen. Der Schreibtisch steht auch schon im Keller. Das Problem ist aber, dass der Schreibtisch noch voll steht mit Kartons und die jetzt als erstes weg müssen. Da habe ich halt absolut gar keinen Bock drauf. So, das wäre erledigt. Jetzt ist hier Platz für den Schreibtisch. Jetzt muss ich nur noch warten auf einen Freund, der vorbeikommt und mir hilft, den Schreibtisch aus dem Keller hochzutragen. Sie sehen nun zwei Medieninformatiker und einen Schreibtisch. Ja, hoch. Ja, geht doch nicht wegen der Kante. Nein, da wenn ihr die Kante, wir können nicht. Wir gehen ein Stück zurück. Na, ich dachte so hoch, weißt du? Ah, so. So. Ja, oder so hoch. Oder so hoch. Das ist doch auch messerig. So, der Schreibtisch ist da. Oh, massig Kabel, Lampen, Mülleimer, allerlei Gedöns. Und jetzt kommt eine Sache, die mag ich richtig gern. Und zwar den ganzen Bums verkabeln. Sprich, erstmal überlegen, was will ich alles auf dem Schreibtisch drauf haben. Dann alles irgendwie verkabeln, eine Steckdose. Und dann schön hier hinterm Schreibtisch alles schön sortieren. Es ist inzwischen eine halbe Stunde später und bis jetzt habe ich die LEDs verlegt und mit dem WLAN verbunden. Der Schreibtisch ist jetzt schon mal halbwegs funktionstüchtig aufgebaut. Steht noch nicht ganz in der Ecke, dass ich noch dahinter komme für den letzten Feinschliff. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal das nächste Objekt der Begierde und zwar die Couch. Das Wochenende ist rum und es hat sich tatsächlich einiges getan. Nachdem wir die Couch hier in das Zimmer gebracht haben, kam auch noch ein Schrank dazu, in dem jetzt mein ganzes Equipment gelagert ist. Und ein Kallax-Regal anstelle von dem Schubladenschrank, der davor an dem Schreibtisch war. Jetzt ist hier aber noch eine große Ecke frei, wo das ganze Gerümpel steht. Das muss ich jetzt noch alles wegräumen, weil für die Krümpelecke hier habe ich auch noch einen Plan. Und dafür kam heute dieses Paket an und das packen wir jetzt erstmal aus. So, hier ist das Päckchen. Zack, zack. So, als erstes finden wir in dem Päckchen hier nochmal ein paar Klemmen, die sind immer gut, kann man immer brauchen. Eine Anleitung, noch mehr Klemmen. Dann haben wir hier kleine Klemmen mit Gummizug, ominöse Beutel. Oh, und das hier. Und in dem Beutel hier befinden sich ganz viele ganz tolle Sachen. Hä? Ach, krass. Der Beutel hier ist tatsächlich zum Auffalten und ist dann dreigeteilt. Aha. Nummer 1. Nummer 2. Ich bin zu dumm für diese Dinger. Jedes Mal. Ah. Vielleicht können sich manche schon denken, was jetzt noch kommt. Noch mehr Steine. Rein theoretisch müsste ich jetzt erstmal die Ecke hier aufräumen. Mache ich wohl am besten mal. Wie man unschwer erkennen kann, ist das so ein Gestängesystem für Foto- und Videohintergründe. Jetzt ist gerade ein Greenscreen dran, aber ich plane noch einen weißen Hintergrund zu kaufen, weil der Hintergrund genau gegenüber von der Couch ist und man den weißen Hintergrund perfekt als Leinwand für einen Beamer benutzen kann. Man könnte dann ganz entspannt auf der Couch sitzen und auf dieser fetten Leinwand Filme über den Beamer gucken. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf und dann seht ihr noch ein paar nice Shots vom Wohn- und Arbeitszimmer. Eine Sache habe ich übrigens noch vergessen, beim Auspacken waren diese Säcke vorhin dabei und die füllt man mit Sand und legt sie dann über die Füße der Ständer, damit die nicht umkippen. Und dafür brauchen wir erstmal Sand. Sand findet man wo? Am Strand. Deshalb stelle ich meine Uhr jetzt mal auf Sand ein und ab an Strand. Zwar kein Strand, aber reicht. Das war es dann auch für diese Woche. Das Gestell hinter mir hat 46,99 Euro gekostet. Deswegen
wird natürlich gleich wie immer abgezogen. Einnahmen gab es diese Woche nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unterwegs und wünsche euch eine schöne Woche, eine gute Zeit. Genießt nochmal die warmen Tage, heute ist nochmal richtig schön, deshalb geht es jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.